Sehr verehrte Damen und Herren zu Hause an den Endgeräten, sehr verehrte Damen und Herren hier in Präsenz im Hörsaal, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum heutigen Vortrag im Rahmen des Studium Generale. Mein Name ist Alexander Bürkle. Ich bin Professor im Fachbereich Biologie und habe den Lehrstuhl Molekulare Toxikologie inne. Zunächst möchte ich mein Bedauern kundtun, dass bedingt durch die Witterungsverhältnisse der Zugang hier zur Präsenzveranstaltung erschwert war und auch nicht empfohlen wurde. Aus Sicherheitsgründen natürlich. Der gesamte Lehrbetrieb hier auf dem Universitätscampus wurde übrigens für den heutigen Tag abgesagt, bedingt durch die unsicheren Zufahrtswege hier zum Universitätscampus. Dennoch freue ich mich über Ihr starkes Interesse und ich darf nun begrüßen unseren heutigen Sprecher, Herrn Dr. Teves Tralau. Er ist Abteilungsleiter am BFR. Diese Abkürzung steht für Bundesinstitut für Risikoabschätzung. Und ich möchte Herrn Tralau kurz vorstellen. Er hat Biologie studiert und zwar genau hier an unserer Universität. Er ist also ein Alumnus, ein Absolvent hier von Konstanz und ist Diplom-Biologe. Danach hat er promoviert unter der akademischen Betreuung des Kollegen Professor Alistair Cook, ebenfalls hier im Fachbereich Biologie. Es zog ihn dann nach Manchester in Großbritannien, wo er als Postdoktorand gearbeitet hat, vor allem im Bereich Biochemie, und seine Spezialität war der sogenannte Sekundärmetabolismus. 2010 kam er wieder nach Deutschland zurück und zwar an das BFR in Berlin. Zunächst als Koordinator und stellvertretender Abteilungsleiter für Produktsicherheit und Sicherheit von Chemikalien. Später wechselte er in die Leitung der Abteilung Lebensmittelsicherheit und seit 2020 ist er Leiter der Abteilung Sicherheit von Pestiziden. Das ist natürlich ein sehr großes, sehr wichtiges und sehr gewichtiges Gebiet und wir werden natürlich in seinem Vortrag mehr davon hören. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass in der ursprünglichen Ankündigung hier ein anderer Name stand, nämlich Professor Tanja Schwertle. Frau Schwertle ist Vizepräsidentin der BFR. Sie musste aber kurzfristig wegen einer Verpflichtung, einer dienstlichen Verpflichtung in Berlin absagen und hat Herrn Dr. Tralau empfohlen, ein gestandener Toxikologe und eine Führungskraft eben am BFR, dass er hierher kommen konnte. Und angesichts der Tatsache, dass er ja ein Alumnus ist, hat er nicht lange gezögert und wie er mir sagte, kommt er hier gern an die Alma Mater Uni Konstanz zurück. So, das Prozedere ist wie üblich. Wir hören jetzt einen Vortrag und anschließend gibt es natürlich ausgiebige Diskussionsmöglichkeiten. Es können Fragen gestellt werden vom Publikum hier im Hörsaal und selbstverständlich auch vom Publikum, welches über Zoom, über die Zoom-Konferenz zugeschaltet ist, dort über die Chat-Funktion. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon, das eine Mikrofon, das wir hier haben, an den Sprecher, Herrn Dr. Tralau. So. Ja, ich bedanke mich für die freundliche Einführung und freue mich, heute Abend hier sein zu können. Und ich habe schon festgestellt, ich habe hier zwei Premieren heute Abend in Konstanz. Zum einen habe ich Konstanz in all den Jahren, die ich hier früher studiert habe, das erste Mal so verschneit erlebt. Normalerweise versteckt sich Konstanz im Winter im Nebel und Schnee sieht man eher selten.
Und zum anderen ist es für mich natürlich eine besondere Freude, hier in einem Vorlesungssaal zu sitzen, in dem ich selbst früher gehört habe. Und ich freue mich umso mehr, dass ein paar von Ihnen es hierher geschafft haben, trotz der erschwerten Bedingungen. So, genau. Das Bundesinstitut für Risikobewertung. Manche mögen schon von uns gehört haben, andere nicht. Die Frage ist, was macht man eigentlich so als Risikobewerter? Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, Risiken bewerten, aber was ist das eigentlich, gerade wenn es um die Toxikologie geht? Genau. Wenn man Leute normalerweise fragt, was sie intuitiv unter einem Risiko verstehen, dann würden die meisten sagen, das, was sie als gefährlich empfinden. So. Das ist auch erstmal richtig. Der Punkt ist, man muss in dem Fall unterscheiden zwischen Gefahren und dem Risiko. Wir haben das hier mal veranschaulicht an einem ganz simplen Beispiel. Der Bär an sich, wenn Sie dem jetzt hier im Hockgraben begegnen würden, mal abgesehen davon, dass Sie sich fragen würden, wo kommt der jetzt her, dann ist der, wenn der da frei rumläuft, gerade jetzt bei den Temperaturen, ganz sicher eine Gefahr. Wenn Sie den dagegen im Zoo sehen, hinter Gittern, dann ist er nur noch ein Risiko, dann können Sie es abschätzen. Wenn das Gitter nicht alt und rostig ist, dann geht das Risiko höchstwahrscheinlich gegen Null. Dasselbe gilt dann auch für chemische Risiken. Wenn Sie jetzt Blausäure und Cyanwasserstoff haben, jeder, der mal einen Apfelkern verschluckt hat, hat damit auch schon ein bisschen Blausäure mit verschluckt, hat es trotzdem in der Regel überlebt, würde ich doch hoffen. Und wenn, dann wäre das Risiko, an dem Kern zu ersticken oder Atemprobleme zu kriegen, ganz sicher höher als an der Chemikalie. Und dasselbe gilt natürlich auch, und da kommt jetzt das BfR ins Spiel, für chemische Substanzen, Produkte, Nahrungsmittel oder in meinem Fall Pflanzenschutzmittelwirkstoffe. Auch die können eine Gefahr darstellen, dadurch, dass sie toxisch sind. Und wir beschäftigen uns vom BfR aus damit, das Risiko zu bewerten, wie es unter der konkreten Anwendung für den Bürger und die Bürgerin gefährlich ist. Ein Zielkonflikt, auf den wir dort immer wieder stoßen, ist, dass es natürlich einen Unterschied gibt zwischen dem, was der Verbraucher als Risiko wahrnimmt und dem, was die Experten sagen. Da hat man klassischerweise eine Brückenfunktion und da muss man sich darüber klar sein, Risikowahrnehmung ist ein soziales Konstrukt im Großen und Ganzen. Und ich habe hier mal nach einer Publikation aufgelistet, was für eine niedrige Risikowahrnehmung sorgt und was für eine hohe Risikowahrnehmung sorgt. Wenn die wissenschaftliche Unsicherheit groß ist, dann fühlt man sich damit weniger gut, als wenn man ein etabliertes Verständnis hat. Dasselbe gilt für chronische Effekte versus akute Effekte, sprich eine Gefahr, die über einen längeren Zeitraum auf mich einwirkt und dann wirken kann, ist für mich schlechter abschätzbar, wenn ich nicht das entsprechende Fachwissen habe, als etwas, was akut wirkt. Genauso verhält es sich mit unbekannten Risiken gegenüber bekannten Risiken, dann ob es gehäufte Verletzungen und Todesfälle gibt gegenüber Verletzungen und Todesfällen mit einer breiten Streuung, zeitlich und räumlich. Das beste Beispiel dafür war jetzt Covid gerade. Wir hatten in den Jahren des Lockdowns eine sehr gehäufte Rate von Covid-Fällen, die auch mit schweren Krankheitsverläufen und fatal verlaufen sind. Das haben wir zu Recht als sehr bedrohlich wahrgenommen. Wenn wir dagegen andere Infektionskrankheiten haben, wo es jedes Jahr nur eine geringe Anzahl Betroffener gibt, das ist zwar die ganze Zeit da, das nehmen wir aber nicht so wahr. Dasselbe gilt für die Anzahl Betroffenen. Natürlich nehmen wir das schneller wahr, wenn eine große Anzahl betroffen ist von Menschen, als wenn eine niedrige Anzahl betroffen ist. Dann ganz klar die Umkehrbarkeit. Jeder Mensch wird automatisch ein Risiko als schwerer wahrnehmen, wenn es irreversibel ist von seiner Gefahr her, als wenn eine Reversibilität da besteht. Sprich, wenn ich darauf vertrauen kann, dass man das Ganze auch wieder umkehren kann. Dann gibt es den Faktor Furcht, der ist nicht zu unterschätzen. Wenn ich mich mit Aspekten beschäftige, wo ich auf tiefsitzende Ängste zurückgreife, wird das meist als bedrohlicher wahrgenommen als in anderen Fällen. Zum Beispiel würden die meisten Leute, wenn sie jetzt in den Tropen in Urlaub machen, das Risiko, so eine unbestimmte Furcht haben, dass ein Angriff durch einen Hai erstmal, wenn sie baden gehen, etwas Unbequemes ist. Da schwingt so ein bisschen ein flauer Magen mit rum, wenn man weiß, dass da draußen Haie im Wasser sind. Wenn man sich das mal weltweit anguckt, es sterben mehr Leute an verschluckten Kugelschreiberminen. Dann gibt es natürlich die Freiwilligkeit der Exposition
oder auch eben die Unfreiwilligkeit, dann wenig Eigenkontrolle oder volle Eigenkontrolle, den Wissensstand dazu, das hatte ich schon angesprochen, dann die Frage von Vorurteilen, habe ich Vorteile durch das Risiko, das ich eingehe oder habe ich sie nicht? Und dann ganz wesentlich die Frage, und das ist etwas, das wir in unserer Arbeit immer wieder sehen, sind die Risiken menschlich gemacht oder natürlich? Das heißt, die meisten Menschen unterschätzen natürliche Risiken und überschätzen dann im Gegenzug gerne mal menschlich verursachte Risiken. Und dann natürlich die Medienaufmerksamkeit, das spielt auch immer eine Rolle, wie stark ist ein Risiko präsent. Und in unserer Arbeit beschäftigen wir uns wesentlich in der Wahrnehmung hier unten auf dieser Skala. Das sind die Risiken, die die größte kommunikative Herausforderung für uns bedeuten. Was bedeutet Risikoabschätzung überhaupt in der Toxikologie? Ich schaue mir einen Stoff an, ich schaue mir an, wie toxisch er ist. Das heißt, ich schaue mir an, welche Wirkung hat der Stoff bzw. das Mittel. Ich schaue mir an, ab welcher Konzentration, sprich ab welcher Menge, über welchen Zeitraum wird das Ganze bedrohlich. Und dann kann ich daraus im besten Fall, wenn ich die Daten habe, toxikologische Referenzwerte ableiten, meist aus dem Tierversuch. Das heißt, ich gucke mir an, ab wann wird eine Substanz für ein Tier gefährlich. Dann nehme ich Sicherheitsfaktoren und übertrage das so auf den Menschen. Gleichzeitig ist aber genauso relevant die Exposition. Es reicht nicht nur einfach zu wissen, ob ein Stoff gefährlich ist, sondern ich muss auch wissen, wie hoch ist das Risiko, dass ich überhaupt mit diesem Stoff in Kontakt komme, wo und wann komme ich mit ihm in Kontakt und wie viel, wenn ich jetzt zum Beispiel von Stoffen rede, die in Lebensmitteln vorhanden sind, verzehre ich da überhaupt durchschnittlich. Da kann ich dann zurückgreifen auf gemessene Rückstände oder Verzehrsdaten und kann das zusammen führen dann zu einer Risikoabschätzung. Und das ist strikt zu trennen, und deswegen erzähle ich das hier gerade alles, vom sogenannten Risikomanagement. Also sprich dann den Maßnahmen, die ich aus diesem Risiko, das ich abgeleitet habe, abschätze. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung findet sich rein hier auf diesem Bereich. Das heißt, wir sind ein Institut, das gibt Rat für die Entscheider, für die Risikomanager. Wir sind in diesem Rat auch vollkommen unabhängig. Und das ist auch notwendig, um frei von Einflüssen aus Risiko und Politik und Gesellschaft zu bleiben. Die Risikokommunikation muss man natürlich miterfüllen, aber das Risikomanagement geht dann auf andere Behörden über. Das war nicht immer so. Wenn man sich die Geschichte mal ansieht, wo das Ganze herkommt, wir kommen ursprünglich, gehen wir zurück auf das Kaiserliche Gesundheitsamt. Da ging es im Wesentlichen um die Lebensmittel- und Schlachtkontrolle. Und die Risiken dort, das ging dann weiter. Und diese Ämter hier alle, Kaiserliches Gesundheitsamt, Reichsgesundheitsamt, Bundesgesundheitsamt und auch noch das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, hatten Risikobewertung und Risikomanagement letztendlich unter einem Dach. Und das führt natürlich zu Zielkonflikten. Weil in dem Moment, wo Sie ein Risiko bewerten und denken schon gleichzeitig im Kopf die Schere mit, was macht das jetzt eigentlich, wenn ich ein Urteil dazu abgebe, dann kommen Sie in den Konflikt, geben Sie das Urteil noch ab oder tun Sie es nicht. Und deswegen ist das aufgetrennt worden nach verschiedenen, als das BGVV aufgelöst wurde. Und zwar in eine Behörde, die übernimmt das Risikomanagement, das ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und dann uns, das Bundesinstitut für Risikobewertung. Insgesamt findet sich diese Struktur dann auch in der EU wieder und auch auf nationaler Ebene. Ich habe das jetzt mal und auch global, ich habe das hier mal aufgelistet. Sie haben bei der Risikobewertung die FAO und die WHO global ganz oben drüber. Sie haben auf der europäischen Ebene dann die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit oder die Europäische Chemikalienagentur. In Deutschland, und das ist in anderen Mitgliedstaaten analog, spiegelt sich das dann national auch auf entsprechenden Behörden wieder. Wir in Deutschland haben jetzt noch die Besonderheit, dass sie dann natürlich durch den Föderalismus auch noch in den Ländern einen Teil dieser Strukturen widerspiegeln. Die vermittelnden Managementorganisationen, die im Risikomanagement tätig werden, sind dann auf übergeordneter politischer Ebene hier in Europa die Europäische Kommission oder hier in Deutschland die aufsichtsführenden Ministerien, das ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beziehungsweise für die Chemikalien, das ist das Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Gut, diese drei Schlagworte, die hier unten stehen, sind also unser Leitsatz. Wir sind verpflichtet der Transparenz, der Unabhängigkeit und der Wissenschaft. Und wenn man sich unsere Struktur ansieht, wir sind errichtet worden am 1. November 2002.
dann sind wir in den letzten Jahren auch durch die steigende Anzahl Aufgaben immer weiter gewachsen. Wir haben inzwischen als Haus, das ist jetzt der Stand von 2022, 1114 Mitarbeiter. Wir bilden aus, wir haben 20 Auszubildende. Wir haben von diesen 1114 Mitarbeitern 534 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und wir haben einen Frauenanteil von ungefähr 63%. Das Budget, das jährliche, sind 144 Millionen, wovon das meiste für die Infrastruktur und das Personal verwendet wird. Und dann haben wir 16 Millionen für Forschung, wovon 5 Millionen aus Drittmitteln kommen. Wir geben an die Ministerien pro Jahr 219 fachliche Stellungnahmen raus auf Anfragen hin. Wir haben pro Jahr um die 2292 Stellungnahmen zu toxikologischen Fragestellungen in rechtlich vorgeschriebenen Verfahren und insgesamt mehr als 420.000 Stellungnahmen insgesamt. An uns wenden kann sich jeder Bürger mit Fragen. Die einzigen, wo wir nicht antworten, sind einzelne Firmen und Industrieverbände, die haben Industrieverbände schon, aber einzelne Firmen, die haben andere Kanäle und sollen die auch verwenden. Dafür sind wir nicht da. Genau, wir unterteilen uns in die Bereiche Lebensmittelsicherheit, biologische Sicherheit, Sicherheit von Stoffen und Zubereitungen und dann die Sicherheit von Bedarfsgegenständen. Und wir sind auch Sitz des Zentrums, des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren. Und wir bedienen mit all diesen Bereichen letztendlich diese Triage hier. Das sind die gesunden Lebensmittel, gesunde Menschen und gesunde Tiere. Das heißt, wir decken den veterinärmedizinischen Aspekt ab. Wir decken den humanmedizinischen Aspekt ab. Was wir nicht abdecken, ist die Umwelt. Das ist explizit Aufgabe des Bundesumweltamtes, mit dem wir natürlich eng kooperieren, aber das ist in Deutschland getrennt. So, in Berlin sind wir inzwischen über 4 Standorte verteilt. Das hier ist nach wie vor unser größter, von der Bewertung her der größte Sitz. Das ist in Jungfernheide in Berlin in Charlottenburg. Die Originalliegenschaften, mit denen wir mal angefangen haben, sind die hier in Marienfelde und in Altmarienfelde, wo wir übrigens einen der wenigen Versuchsbauernhöfe Deutschlands haben. Also dort können wir auch Experimente durchführen, wie zum Beispiel, wenn Rinder mit einem bestimmten Futtermittel gefüttert werden, sich das auf die Milch auswirkt, sprich was von diesem Futtermittel, wenn es kontaminiert ist, in der Milch landet und damit dann wieder für den Verbraucher relevant werden könnte. Und dann haben wir jetzt als neueste Liegenschaft direkt daneben noch eine weitere Büroetage angemietet, weil wir einfach durch das Wachstum an unsere Grenzen gestoßen sind. Hier sehen Sie das auch noch mal ein bisschen eindrucksvoller von oben. Wir haben auch neben unseren Laboratorien, gerade hier in Marienfelde, noch Hörsaal und akademische Veranstaltungen. Wir haben auch eine kleine Bibliothek. Und wir haben, jetzt kommen wir langsam zu dem fachlichen Teil des Ganzen, eine ganze Reihe von sogenannten Referenzlaboratorien, die bei uns im Haus sitzen. Diese Referenzlaboratorien sind in Deutschland, wie der Name schon sagt, die Referenz für den jeweiligen Fachbereich, für den sie zuständig sind. Das fängt an mit Lebensmittelzusatzstoffen für Aromen und Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung und geht dann weiter bis hin zu den zum Nachweis bestimmter pathogener Erreger wie Campylobacter, Escherichia coli, Listeria monocyanensis. Und damit man das ein bisschen einordnen kann, Sie haben hier in den Bundesländern die Kontrolllabore, dann haben sie darüber geordnet, jetzt vom Bund finanziert und zur Verfügung gestellt, die Referenzlabore, die nationalen, und die wiederum kooperieren eng mit den europäischen Referenzlaboratorien und die stellen auch die Vergleichsmethoden zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie wie jetzt letztes Jahr in den Medien lesen, Ethylenoxid ist ein Problem und deswegen werden Lebensmittel zurückgerufen, das sind dann Daten oder die Methoden, die dafür verwendet werden, diese Stoffe nachzuweisen, werden hier in den europäischen Referenzlaboren letztendlich vorgegeben und umgesetzt mit der Unterstützung der nachgeordneten Labore dort drunter. So, ich habe Ihnen jetzt aus dem ganz breiten Blumenstrauß, den wir haben, heute mal so ein paar Aspekte rausgegriffen, die ich Ihnen hier vorstellen will. Ich habe versucht, aus allem was rauszugreifen, was möglichst so die gesamte Tätigkeit, die wir abdecken,
beinhaltet. Das sind Anilin in Fingerfarben. Gesundheitliche Beeinträchtigungen für Kinder sind nach derzeitigem Stand des Wissens nicht zu erwarten. Ich werde ein bisschen was erzählen am Ende über Pflanzenschutzmittel. Ich werde was erzählen zu Bisphenol A und ich werde ein bisschen was erzählen zur Prüfung, zur Mischung bei Süßungsmitteln. Bin aber auch gerne später in der Diskussion für alle anderen Fragen offen und versuche, die so gut ich kann, zu beantworten. Gut, Anilin in Fingermalfarben. Wie ist dieses Thema überhaupt bei uns aufgeschlagen? Das ist aufgeschlagen darüber, dass in Fingermalfarben bei der Analytik Anilinreste gefunden wurden. Wie kommt das Ganze da rein? Anilin ist beim Herstellungsprozess einfach eine Verunreinigung. Das hängt ein bisschen mit der Herstellungspraxis zusammen. Sie können das minimieren, ganz weg kriegen Sie es meist nicht. Und dann stellt sich natürlich erstmal die Frage, ist das ein Risiko? Gerade bei so einem heiklen Thema wie Kinderspielzeug. Wenn Sie nur auf die sogenannte Gefahr gucken, also sprich auf das, was der Stoff Anilin machen kann, dann sehen Sie erstmal von der reinen Charakterisierung, Anilin kann das Nervensystem und die roten Blutkörperchen schädigen, Ratten entwickeln Tumore in der Milz. So. Das ist jetzt erstmal so eine Nachricht, die nehmen Sie dann hin und dann fragen Sie sich, ja, ist das aber ein Problem für das Kind, weil das wollen Sie ja eigentlich beantworten. Und dann guckt man halt, wie unter sehr konservativen Annahmen, wie viel spielen Kinder mit diesen Farben, wie nehmen sie die auf. Da wird dann auch mit berücksichtigt, dass das abgeleckt wird mal oder in den Mund gestopft wird, auch dass es gegessen wird. Und dann fangen sie an, das Ganze zu bewerten und stellen fest, also das zusätzliche Lebenszeitkrebsrisiko, dass ein Kind, das jetzt jeden Tag mit diesen Farben spielen würde und die auch oral zu sich nimmt, steigt dabei um einen Faktor zum 1 zu einer Million. Das heißt, Sie haben ein erhöhtes Risiko bei einer Million Menschen, dass ein Krebsfall mehr entwickelt wird. Das ist nicht gut, damit ist man auch in der Regel nicht zufrieden, aber bei einer Million ist das immer noch so ein Punkt, da sagt man, das liegt im Hintergrundrauschen, das ist auch das Risiko, das Sie sonst hätten. Und es ist natürlich so, dass das unter sehr konservativen Annahmen geschieht, nämlich, dass das Kind, hochgerechnet, ein Leben lang, jeden Tag damit spielt. Und das heißt, Sie gehen davon aus oder sehen, dass die Anilingehalte in der Realität deutlich geringer sind als angenommen und dass die Eintrittswahrscheinlichkeit gesundheitlicher Effekte dort einfach sehr gering ist. Und dann ist das das, was wir am Ende produzieren, was wir auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das ist eine Stellungnahme, die können Sie im Internet abrufen. Da kommt dann davor immer so eine kleine Kurzzusammenfassung, grafisch unterlegt. Da sehen Sie dann, betroffen sind Kinder. Die Wahrscheinlichkeit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung bei regelmäßigem Kontakt durch den Gebrauch ist als sehr gering anzusehen. Und so kommen Sie dann zu dem Endstatus oder dem Endprodukt, dass in diesem Fall kein Handlungsbedarf besteht weiter. Außer natürlich den Sie immer haben, nämlich dafür zu sorgen, dass noch möglichst guter Herstellungspraxis hergestellt wird und das so weit wie möglich technisch reduziert wird. Ein anderer Punkt, den Sie vielleicht so ein bisschen aus den Medien mitbekommen haben dieses Jahr, das ist Bisphenol A. Bisphenol A ist eine Substanz, die ist schon seit ganz langem in der Diskussion. Und man muss sagen, die ist ubiquitär. Das ist den meisten Leuten vielleicht so gar nicht klar, aber durch die lange Verwendung als Chemikalie, als Massenchemikalie, haben Sie Bisphenol A inzwischen überall, auch in der Luft. Sie haben es in Lebensmittelkontaktmaterialien. Und es ist eine der am besten toxikologischen bewerteten Substanzen. So, humantoxikologisch war bisher der Stand des Wissens, dass Sie kein Risiko haben in den Expositionshöhen, von denen man normalerweise ausgeht. Jetzt hat Anfang letzten Jahres die EFSA einen neuen Grenzwert abgeleitet für Bisphenol A. Und der war um Faktor 20.000-fach niedriger als das, was wir bisher hatten. Grundlage davon war nicht wie üblich bisher die reproduktionstoxischen Eigenschaften, also die Eigenschaften auf das Fortpflanzungssystem, wie man so schön sagt, sondern hat sich orientiert an einem Immuneffekt, weil man bei Mäusen mit einer bestimmten Methode eine bestimmte Anzahl erhöhter Zellen sieht. So. Und da stellt sich für uns die Frage, wenn man das sich jetzt sieht, wenn man dann sieht, dass bei dieser Grenzwert bei der Bevölkerung permanent überschritten wird, selbst wenn gar kein Bisphenol A da ist, dann stellt sich natürlich für jeden, der toxikologisch unterwegs ist, die Frage, haben wir jetzt wirklich ein Problem? Werden die Leute jetzt krank? Das ist die Frage, die sich als erste stellt. Und deswegen diesen Grenzwert nochmal genau angeguckt.
Dieser Effekt, dieser Immuneffekt bei Mäusen ist äußerst umstritten. Der am besten mit Daten hinterlegte Wert ist nach wie vor der reproduktionstoxische Wert. Und das ist auch der Wert, wo aus unserer Sicht nach wie vor das eigentliche Risiko liegt für Bisphenol A. Und wenn man den zugrunde legt, kommt man halt auf einen Wert von 0,2 Mikrogramm. Das ist um einen ganzen Faktor mehr als 0,2 Nanogramm. Das ist nämlich ein Faktor 1000 mehr. Und wenn man den zugrunde legt, dann gibt es jetzt keine akute Gefahr. Dafür spricht natürlich auch so ein bisschen, wenn Sie sich das überlegen, Bisphenol A ist jetzt seit den 50er Jahren in diesen rauen Mengen unterwegs. Wenn hier ein so großes Risiko bestünde, würden Sie mehr sehen. Der letzte Punkt, bevor ich dann auf die Pflanzenschutzmittel übergehen will, ist die Frage nach Süßstoffen. Süßstoffen sind inzwischen in fast allen Lebensmitteln, die Sie so prozessiert im Supermarkt kaufen können, drin. Und während das früher mal so eine Randerscheinung war, Sie hatten ein paar Süßstoffe in einem Lebensmittel, sind es inzwischen immer mehr geworden. Also es geht hier eigentlich nur um die Kombinationen. Die Lebensmittel an sich sind jetzt hier oben ausgeblendet. Das sind aber ganz normale Lebensmittel wie Erfrischungsgetränke, zubereitete Essen und so weiter. Und da sehen Sie, dass in ganz vielen davon so bestimmte Kombinationen vorkommen, wo Sie eine ganze Reihe Süßstoffe haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, die Risikobewertungen, die ursprünglich mal dafür gemacht wurden, die sind für die Einzelsubstanzen gemacht worden. Sprich, haben Sie jetzt, dadurch, dass das immer mehr in Kombination eingesetzt wird, ein Problem? Und wenn man das dann durchrechnet, ich werde jetzt hier nicht auf die einzelnen Berechnungen eingehen, wir haben das dann gemacht, wir haben abgeleitet, welche Kombinationen gibt es, in welchen Konzentrationen liegen die in den Nahrungsmitteln vor, wie viel nehmen Sie davon auf und in welchen Verhältnissen ist das, dann sehen Sie, kann man das berechnen mit sogenannten gewichteten Faktoren. Und da sehen Sie dann, dass der einzige Punkt, wo ich hier auf die Zahl eingehen will, dass wenn Sie die gewichtete Gesamtexposition haben, dann haben Sie hier zum Beispiel bei dieser Kombination aus Sucralose und Aspartam nachher eine Gesamtexposition, eine durchschnittliche von 16 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Wobei man immer von einem 60 Kilogramm schweren Verbraucher ausgeht. Das ist einfach so festgelegt. Und dann gucken Sie sich an, wie hoch ist jetzt noch der Abstand zu dem niedrigsten Referenzwert, den Sie als toxikologisch bedenklich ansehen. Und da kommen Sie halt hier bei dieser Kombination darauf, dass der Abstand bei dem Faktor 12,5 liegt. Hier bei der Kombination mit drei Süßstoffen sogar beim Faktor 21,5. Das heißt, als Toxikologe kommen Sie zu dem Schluss, es besteht kein Risiko. Und genau das ist dann auch so veröffentlicht worden als Stellungnahme für die am häufigsten eingesetzten Süßstoffe. Das sind die, die hier oben aufgelistet sind, Sucralose, Acesulfan K, Saccharin, Aspartam, Zyklamat. Und es ist halt kein negativer Effekt zu erwarten, auch nicht auf den Stoffwechsel. Das Einzige, aber das weiß auch jeder, der mit Süßstoffen arbeitet, Sucralose sollten Sie nicht unbedingt erhitzen, das ist nicht empfehlenswert. Gut. Pestizide. Ein Reizthema für viele. Trotzdem ist es natürlich so, dass man das Ganze bewerten muss, weil Pestizide, und da komme ich gleich noch zu, müssen bewertet werden, weil sie sich von anderen Chemikalien dadurch unterscheiden, dass die Gefährlichkeit Bestandteil ihrer Funktion ist. Unter Pestiziden verstehen Sie Pflanzenschutzmittel und Biozide. Das sind Substanzen, die für den Wirkmechanismus, für den Wirkort, für den sie eingesetzt wurden, gefährlich sein sollen. Wenn Sie jetzt zu Hause Ameisen bekämpfen oder Ratten, dann wollen Sie, dass die Substanz für diese Tiere gefährlich ist. Sie wollen nicht etwas Ungefährliches haben. Und dort gilt wieder, damit keine schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Tier bei der vorhergesehenen Anwendung auftreten, und bei Tieren gucken wir auf Haustiere und Nutztiere, wird das bewertet, und zwar nach diesem lateinischen Spruch, der für die Toxikologen so eine Art Grunddogma ist, Dosis sola facit venenum, das heißt, die Dosis macht das Gift. Weiß auch jeder, der Klassiker, ein Bier schadet nicht, zwei sind auch noch okay, wenn Sie an einem Abend mit dem ganzen Kasten nach Hause gehen, den Sie konsumiert haben, dann haben Sie wahrscheinlich ein Problem am nächsten Tag und auch schon an dem Abend.
So, Pestizide, warum überhaupt? Und das gilt, so wie ich das hier aufgeschrieben habe, sowohl für die konventionellen Pestizide als auch für die, die im biologischen Landbau verwendet werden, weil auch dort werden Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die kommen dann, werden ähnlich bewertet, kommen von einer anderen Liste. Wenn man sich hier mal das Bevölkerungswachstum ansieht, insgesamt, ich habe es hier für die Europäische Union aufgelistet, aber es gilt auch für die Gesamtbevölkerung, dann sehen Sie, dass seit den 50er Jahren bis heute ein beispielloses Wachstum an der Bevölkerung stattgefunden hat. Und das Wachstum geht weiter. Wir sind jetzt bei knapp 8 Milliarden Menschen. Die Prognosen, wo wir uns 2015 bewegen, schwanken zwischen 10 bis 30 Milliarden. Das ist unterschiedlich. Und Sie haben natürlich, wenn Sie jetzt sehen, dass Sie gleichzeitig Klimawandel und steigenden Schädlingsdruck haben, weil je wärmer es wird, umso mehr Schadorganismen haben Sie auch, umso mehr kommen auch wieder nach Europa zurück, die wir hier nie hatten oder mal ganz früher hier hatten, dann erhöht das den Druck, mehr Lebensmittel auf weniger Fläche zu erzeugen. Und zwar unabhängig davon, ob Sie die Ernährungsform ändern oder nicht. Also das Problem haben Sie grundsätzlich. Und das ist der Punkt, wo Sie dann nicht um Pestizide am Ende rumkommen. Man kann sich darüber unterhalten, in welchem Ausmaß, wie viel, welche Form von Landwirtschaft wollen wir haben. Aber dass man ganz auf sie verzichten kann, das ist unter diesen Vorzeichen erstmal wahrscheinlich nicht machbar, würde ich in den Raum stellen. Und was auch gerne übersehen wird, Pestizide sind ein wichtiger Bestandteil von gesunden Nahrungsmitteln, mal unabhängig vom Ertrag. Sie haben ganz viele Pathogene und auch Pflanzenschädlinge, die sind für den Menschen giftig. Und die werden natürlich durch Pestizide bekämpft. Das heißt, auch da erfüllen Pestizide eine Rolle. Wenn man sich das jetzt anguckt, was das konkret heißt, wenn wir mehr Nahrungsmittel produzieren müssten, dann habe ich jetzt mal hier aus einer Publikation übernommen, die schon etwas älter ist, die Flächen auf der Welt, wo Sie überhaupt noch Land generieren könnten. Mal unbenommen jetzt von Urbanisierung und so weiter für den Ackerbau. Sie können ja auch nicht überall Ackerbau betreiben. Und wenn Sie dann sehen und dagegen legen, die Flächen, die ökologisch besonders wertvoll sind, weil Sie da viele Tiere haben, seltene Pflanzenarten, dann ist das erschreckend deckungsgleich. Und deswegen, da muss man sich klar darüber sein, die Alternative dazu, wenn man nicht will, dass das wegfällt, ist, dass man auf den bestehenden Flächen effizienter wirtschaftet, in welcher Form auch immer. Da muss man sich dann drüber unterhalten, wie man das machen will. Aber das ist der Hintergrund des Ganzen. Und darum, denke ich, werden Pestizide auch weiterhin von Bedeutung bleiben. Was wir machen, um sicherzustellen, dass Pestizide sicher angewandt werden können und auch sichere Lebensmittel dabei rauskommen, ist, wir beschäftigen uns mit der Gefahrenfeststellung bei Pestiziden, also sprich, wir gucken uns die Substanzen an, wir gucken uns an, welche gesundheitlichen Auswirkungen können die haben. Wir leiten die entsprechenden toxikologischen Referenz- und Grenzwerte ab, wir schätzen die Exposition von Mensch und Nutztier und wir überprüfen die überlithischen Überwachungsmethoden und ganz wesentlich, wir entwickeln auch in-house in meiner Abteilung natürlich die regulatorischen und Prüf- und Bewertungsstrategien weiter, sprich, forschen an den Lücken, von denen wir wissen, dass sie existieren im System. Das bedeutet, dass wir Schwerpunkte haben, mit denen wir uns im Moment beschäftigen. Wir haben regulatorisch-organisatorische Schwerpunkte, die besonders wichtig sind in dem Bereich. Das ist die Prüfung und Anwendbarkeit neuer Methoden in der Risikobewertung, das ist die Implementierung neuer Ansätze. Ist die Harmonisierung von Bewertungsansätzen. Weil das Problem, ganz viele von den Konflikten, die wir im Moment haben, ist, dass Pestizide nicht überall auf der Welt gleich bewertet werden. Und dann Adressierung von Themen in besonderem öffentlichen Interesse natürlich. Und wir haben wissenschaftliche Fragestellungen. Zum Beispiel, wie gehen wir mit Substanzen um, die endokrin aktiv wirksam sind? Was haben wir für Teststrategien für Stoffwechselprodukte? Was machen wir mit der Abschätzung von kumulativen Expositionen? Weil Sie essen ja natürlich mehr als ein Gemüse und das hat dann auch in der Regel mehr als ein Spritzmittel gesehen. Komme ich gleich noch drauf zurück. Wir sehen uns natürlich auch an, welche Alternativen zu Tierversuchen zur Verfügung stehen, weil das ist die traurige Realität. Gerade Pflanzenschutzmittel, Pestizide gehören zu den am besten untersuchten Substanzen, weil sie sicher sein müssen. Das ist aber in der Regel alles tierversuchsbasiert bisher noch. Und da wollen wir natürlich auf Dauer von weg. Und wir gucken uns natürlich auch die aufkommenden Themen an, welche Probleme da vielleicht auf uns zukommen. Stichworte Biopestizide, Mischungen und zwar über die Pestizide hinaus und das Mikrobiom.
Ein Punkt, der uns die letzten Jahre viel beschäftigt hat, ist die Sicherheit der sogenannten Anwender, nebenstehenden Anwohner und Arbeiter. Und damit haben Sie so ziemlich alle Personen zusammengefasst, die mit Pestiziden zu tun haben und irgendwie in Kontakt kommen. Und was man da macht, ist, man hat schon, das ist fester Bestandteil der Bewertung der Sicherheit von Pestiziden, also alle Grenzwerte und Verwendungsszenarien, die festgelegt werden müssen, die Sicherheit dieser Gruppen nach dem Stand von Wissenschaft und Technik gewährleisten. Und was man macht, in regelmäßigen Abständen, um das zu überprüfen, und das sind gerade Projekte, die laufen jetzt wieder aktuell bei uns, ist, dass man sich einfach anguckt, wie viel Kontakt haben die Leute eigentlich bei den Tätigkeiten. Klar, der Ausbringer ist jetzt erstmal am stärksten exponiert, wenn der das anmischt und nachher mit dem Trecker ausbringt. Und da werden dann Versuchsaufbauten gefahren, wo sie messen, wie viel kommt am Kopf an, wie viel ist die äußere Körperexposition, und dann vergleichen sie das mit den Modellen, mit denen sie die ganze Zeit rechnen, und gucken, sind diese Modelle konservativ genug. Und die gute Nachricht ist, beim letzten Vergleich, den letzten Daten, die wir gesehen haben, sie sind es. Das sind Fragen wie die nach den Transferkoeffizienten. Sprich, wenn Sie in eine Kultur reingehen als Arbeiter, wie viel bleibt durch das Abstreifen eigentlich an Ihrer Haut stehen? Also die meisten Leute haben immer so den Eindruck, der größte Expositionsanteil eines Pestizides ist über die Nahrung. Da kann ich Sie beruhigen, das ist es nicht. Das, was Sie essen, enthält nur noch ganz wenig an Rückständen, wenn überhaupt, und die sind sehr gründlich bewertet. Die größte Expositionsfahrt, wenn Sie sich das ansehen, ist also nicht oral, sondern der ist wirklich für die Arbeiter über die Haut, dermal, wenn die in die Felder reingehen und dort arbeiten. Deswegen hat das auch einen ganz wesentlichen Bestandteil bei der Bewertung. Und da ist es natürlich dann auch immer relevant, wie gut bauen sich diese Pestizide ab, wie viel bringen sie aus. Wenn Sie das jetzt mal so sehen, ein Trecker fährt übers Feld, er spritzt, dann haben Sie natürlich die akute Verflüchtigung, die nach oben geht, das ist letztendlich das, was abdunstet, in die Luft geht. Dann haben Sie, das geht ein mit in die Abdrift, also das, was der Wind weht, da gibt es dann Vorschriften, wie viel darf überhaupt aus so einer Treckerdüse absprühen an die Seite und wie viel darf in der Abdrift landen. Und dann gibt es die sogenannten Wiederbetretungsregeln für den Landwirt. Also wann darf er überhaupt wieder auf den Acker drauf, und natürlich den Kontakt mit Rückständen. Und das sind Sachen, die überprüfen wir gerade. Wir haben hier so einen Versuchsaufbau, der im Moment in Braunschweig gefahren wird, wo wir gucken, ob mit den neuen Modellen unter verschiedenen Windbedingungen das auch der Realität entspricht. Und das Ganze geht dann ein in offizielle sogenannte Guidance-Dokumente. Das sind dann also Dokumente, wo die EU festlegt, wie werden Pestizide bewertet, was gilt, welche Regeln gelten. Ein ganz anderes Thema, was uns genauso beschäftigt, sind Mischungen. Ist jetzt auch immer ganz viel in der Presse und wird viel besprochen. Sind wir überhaupt unter dem Aspekt, dass wir ja aus vielen verschiedenen parallelen Substanzen zu uns nehmen, sicher? So, und das können Sie übertragen. Ich habe es jetzt mal hier dargestellt am Beispiel der Pestizide. Sie haben grundsätzlich zwei Substanzen, A und B. Wenn Sie die jetzt zusammentun, dann haben Sie letztendlich vier Möglichkeiten. Die eine ist, die machen gar nichts zusammen. So, dann braucht man das nicht weiter berücksichtigen, das habe ich deswegen hier nicht weiter erörtert. Oder Sie haben die Möglichkeit, die beiden addieren sich zueinander in ihrer Wirkung, weil sie auf dasselbe Organsystem wirken. Oder, das ist das, wovor man immer so ein bisschen Angst hat, es kommt zu einem Synergismus, einem sogenannten. Das heißt, die Wirkung ist stärker als die Addition. Sprich, A und B ist dann halt nicht A plus B, sondern 4-mal A oder 8-mal A. Beziehungsweise B. Und dann gibt es natürlich auch noch die Situation Antagonismus. Das heißt, wenn Sie A und B kombinieren, dann x'en die sich zum Teil aus und die Wirkung, die Sie am Ende haben, ist geringer. Es gibt für beides Beispiele, also eine typische Addition wären zum Beispiel diese beiden Pestizidwirkstoffe hier, ein typischer Synergismus wären diese beiden Pestizidwirkstoffe hier. Meist kriegen Sie diese Synergismen, wenn eine der Substanzen auf die Entgiftung im Körper wirkt, weil dann funktioniert das natürlich nicht mehr so richtig und dann wirkt die andere automatisch stärker. Das heißt,
Wenn man jetzt sich anguckt, unter welchen Aspekten können überhaupt Mischungseffekte relevant werden, dann haben Sie bei der Wirkung auf ein und denselben Endpunkt, nennen wir das. Also für den Laien ganz verständlich ausgedrückt, wenn ein und derselbe Gesundheitsparameter betroffen ist. Nehmen wir an, ein Pestizid schadet Ihrer Leber, wenn das zweite jetzt auch ganz stark der Leber schadet, dann haben Sie ein Problem. Wenn das zweite eher für die Niere gefährlich wäre, dann sieht das Ganze anders aus. Und die Substanzen müssen nahe oder über ihrer jeweiligen sogenannten Effektkonzentration vorliegen. Das heißt, es müssten Mengen vorliegen, ab denen das Ganze dann überhaupt relevant wird, wo der Körper das nicht mehr entgiften kann und noch keine Toxizität einsetzt. Und dort kommen Sie dann immer ins Risiko. Meist entweder über unvorhergesehene Koexpositionen, das ist eine Möglichkeit, oder über sogenannte kinetische Effekte. Das haben Sie dann, wenn die Annahme darüber, wie viel der Körper von einem Pestizid aufnimmt oder einer Substanz generell aufnimmt, nicht mehr stimmt, weil die andere Substanz die Aufnahme sehr stark erhöht. Oder bei sogenannten dynamischen Effekten, das ist dann, was ich vorher schon sagte, wenn sich die ganzen Sachen beeinflussen, weil zum Beispiel der Entgiftungsmechanismus gestört ist. Und was macht man jetzt, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Man hat natürlich eine große, breite Datenbasis, jetzt schon mal von Wechselwirkungen von Stoffen. Die meisten Stoffe sind relativ gut charakterisiert, auf welche Organsysteme wirken sie, wo wirken sie. Und da wird gescreent bei jeder einzelnen Bewertung auf bekannte und unbekannte Wechselwirkungen anhand der Literaturdaten, anhand von Dossierdaten, computergestützten Vorhersagen und manchmal auch durch Hochdurchsatzsysteme. Und das wird dann entsprechend in die Bewertung mit eingepflegt. Sie haben Koexpositionen. Da haben Sie jetzt zum Beispiel Daten aus Verzehr- und Monitoringstudien. Das ist Standard. Wenn Sie einen bestimmten Wirkstoff haben, der in Tomaten eingesetzt wird und auf Auberginen eingesetzt wird, dann geht das natürlich in die Bewertung anhand der Verzehrsdaten mit ein, weil der Verbraucher isst ja beides. Das heißt, man guckt sich das zusammen an. Und Sie haben das Konzept der sogenannten kumulativen Gruppen. Das heißt, wenn Sie wissen, dass eine Wirkung auf ein und dasselbe Organ erfolgt, dann bewerten Sie das auch entsprechend immer erstmal unter der Annahme einer Additivität, weil das der Standardfall ist. Synergien sind relativ selten. Und das Ganze, wir haben im Haus dazu inzwischen eine Nachwuchsgruppe, wird auch dann weitergedacht, da gehe ich jetzt hier nicht ins Detail, keinen Schreck. Man kann das Ganze natürlich weiter ausdehnen und daran wird gearbeitet, dass man sagt, wie verhält sich das jetzt außerhalb der Nahrungsmittel? Also wenn Sie eine Substanz haben, die Sie auch noch an anderen Produkten auf sich nehmen und über die Umwelt zu sich nehmen, da ist man bisher wegen der Daten dem Ganzen nicht Herr geworden. Man hatte die Daten nicht. Inzwischen fangen die Möglichkeiten an, dort besser zu werden und man wird das adressieren. Jetzt noch ein allerletzter Aspekt hier. Ganz was anderes, sogenannte Sekundärexpositionen von Pflanzenschutzmitteln und Pestiziden, und zwar über Wild. Wenn Sie Wildschweine haben, die leben natürlich draußen, die fressen auch draußen und die nehmen natürlich andere Mengen zu sich als das, was Sie jetzt berechnet haben für die Frucht, die nachher im Supermarkt zu kaufen ist, wo Sie auch über die Kontrolle sicherstellen, dass bestimmte Gehalte eingehalten werden können. Und wenn dieses Wildschwein nachher vom Wochenmarkt beim Jäger gekauft, auf Ihrem Teller landet, dann wollen Sie das natürlich trotzdem sicher essen können. Und da haben wir uns das mal exemplarisch angesehen an den Substanzen, die am wirksamsten sind. Das sind in dem Fall nicht Pflanzenschutzmittel, sondern sogenannte Antikoagulantien, also Substanzen, die für die Rattenbekämpfung und Mäusebekämpfung eingesetzt werden, dort die Blutgerinnung stören und die sind wahnsinnig potent. Es gehört mit zu den potentesten Bioziden, die Sie kriegen. Und da haben wir uns angesehen, wie sieht das aus, wenn wir jetzt bei Jagdwild, das schon geschossen wurde, in der Leber nachgucken, im Fleisch nachgucken, wie viel ist da, dann eine Annahme machen, wie viel ist ein Vielverzehrer, wie wir das nennen, bei Menschen davon und kann das dann überhaupt ein Risiko werden. Und da sehen Sie, das effizienteste und potenteste Mittel hier ist Prodifacum. Man geht, wie gesagt, wieder von einem 60 Kilogramm schweren Verbraucher aus. Sie finden hier einen Gehalt von 3,3 Nanogramm. Das heißt, wenn Sie und die Referenzwert oder der Referenzwert sind 3,3 Nanogramm. Das heißt, ein erwachsener Mensch kann um die 200 Nanogramm am Tag zu sich nehmen, bevor das potenziell gefährlich wird. Wenn Sie jetzt angucken, was der höchste Gehalt war, den wir bei geschossenen Wildschweinen in der Leber gefunden haben, dann sind das 4,2 Mikrogramm. Das ist, also Mikrogramm ist immer
das 1000-mal mehr als das Nanogramm im Kilogramm Leber. Und Sie gehen jetzt davon aus, eine Portion Leber sind 125 Gramm. Das heißt, Sie würden 525 Nanogramm aufnehmen und damit kämen Sie dann über den Wert, wo das langsam bedenklich wird. Und das ist ein Punkt, warum wir das Screening jetzt ausgeweitet haben, um zu gucken, ist das ein saisonaler Effekt, weil das waren jetzt nur ein paar wenige Wildschweine. Wie mittelt sich das raus? Für alle anderen Stoffe liegt der Wert weit unterhalb. Gut, und ich glaube, damit bin ich noch im Zeitlimit und würde das Podium für Fragen eröffnen. Vielen Dank, Tewes, für diesen tollen, sehr umfassenden und informationsreichen Vortrag. Und jetzt haben wir, wie eingangs erwähnt, selbstverständlich Zeit zum Diskutieren. Wir fangen gern mit den hier im Hörsaal anwesenden Personen an. Gibt es Fragen Ihrerseits? Wenn ja, warten Sie bitte, bis ich bei Ihnen bin mit dem Mikrofon, damit alle Ihre Frage hören. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe zunächst mal einige begriffliche Fragen. Sie sprechen öfter von Referenzwert und von Grenzwert. Können Sie noch mal diese beiden Begriffe etwas erläutern? Das mache ich gerne. Vor allen Dingen, weil das sprachlich ungenau war, weil ich mich versucht habe, an dem normalen Sprachgebrauch zu orientieren. Sie haben in der Toxikologie in der Regel Referenzwerte. Das heißt, das sind Werte, ab denen Sie im Tierversuch einen Effekt sehen oder gerade keinen Effekt sehen. Und dann teilen Sie diesen Wert durch einen Faktor 100, um nochmal auf der sicheren Seite zu sein, und sagen, das ist der Wert, der für einen Menschen relevant ist, potenziell. Grenzwerte sind was ganz anderes. Grenzwerte sind in der Regel analytische Werte, wenn Sie das wissenschaftlich von der Definition nehmen, wo ein bestimmter Bestandteil nicht überschritten werden darf. Das hat mit der Toxikologie erstmal gar nichts zu tun. Das kann sein, dass man sagt, man hat das vom Handel so festgelegt, dass man das minimieren will. Also im Wasser, Trinkwasser ist ein ganz klassisches Beispiel. Die Werte, die Sie da festgelegt haben, die orientieren sich an keiner Toxikologie. Die werden wirklich so tief wie möglich festgelegt, weil man sagt, dort will man eigentlich gar nichts drin haben. Man will das sauberste aller möglichen Nahrungsmittel. Deswegen hat man diese Werte festgesetzt an dem, was technisch machbar oder erreichbar ist. Im normalen Sprachgebrauch wird das dann aber häufig vermischt. Müssen Sie mal darauf achten, auch wenn Sie die Presse lesen, da wird Grenz- und Referenzwert häufig gleichgesetzt. Es wird so getan, als wird das Überschreiten eines Grenzwertes gleich auch immer das Überschreiten eines Referenzwertes sein. Aber das muss man trennen. Also das eine ist ein analytischer Wert und hat erstmal mit dem Gesundheitsaspekt überhaupt nichts zu tun. Das andere ist der Wert, der für die Gesundheit relevant ist. Gibt es weitere Fragen? Sie haben jetzt gerade das Trinkwasser erwähnt, dass es da so wahnsinnig niedrige Werte gibt, die also eigentlich nie erreicht werden. Aber wir hatten jetzt gerade den Fall in Nachbardorf, hier in der Nähe von Konstanz, und dann hieß es einfach, naja, ihr müsst das Wasser abkochen. Wenn jetzt ohnehin die Werte, die also als Referenzwerte wohl sehr tief liegen, nicht Grenzwerte sind, warum muss man denn dann noch abkochen? Oder können Sie da mal so ein bisschen was für uns Laien dazu sagen, wie das mit dem Wasser ist? Wenn Sie so einen Befund haben, wo Sie dazu aufgefordert werden, das Wasser abzukochen, das passiert dann in dem Fall, wenn ein Grenz- und dann auch ein Grenzwert überschritten wird und man Angst hat, oder Angst ist das falsche Wort, Sorge hat, dass man an den gesundheitlich relevanten Grenzwert rankommen könnte. Wenn Sie da noch in dem Bereich sind, wo Sie sagen, naja, gesundheitlich ist es noch nicht so wirklich bedenklich, aber Sie wollen auf jeden Fall das Risiko dort senken, in dem Fall durch eine mikrobiologische Kontamination, dann können Sie das natürlich tun, indem Sie das Wasser abkochen. Deswegen geht dann auch diese Aufforderung, durch das Abkochen töten Sie die Mikroben da drin und senken damit, machen das Wasser wieder sicher. Aber
Es ist natürlich so, der Wasserversorger ist nichtsdestotrotz aufgefordert und wird das auch sicherstellen, dass in dem Fall gegengesteuert wird und das nicht ein Normalzustand wird. Das haben Sie mal gelegentlich, wenn das durch eine Einleitung oder eine kaputte Leitung oder einen Bewuchs in der Leitung schief geht. Aber das ist kein Normalzustand. Also der gesetzlich vorgesehene Normalzustand ist, dass Sie das Wasser aus dem Wasserhahn so trinken können, ohne es abkochen zu müssen. Weitere Fragen? Nochmal Herr Franke. Ja, man hört immer wieder, dass, das haben Sie auch gesagt, dass die Grenzwerte in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich sind für bestimmte Pestizide, auch andere Stoffe. Woher kommen diese großen Unterschiede? Sind es unterschiedliche Versuche, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen? Sind es unterschiedliche Urteile über das, was gefährlich ist? Wie kommt man sozusagen zu einem handfesten Urteil? Das ist jetzt mehr eine methodische Frage. Da kommen zwei Aspekte mit rein. Zum einen, wie verschiedene Toxikologen einen bestimmten gesundheitlichen Effekt beurteilen. Da kommen Sie dann zu leicht unterschiedlichen Effekten. Es ist ganz selten, dass die massiv auseinandergehen. Und das ist dann meist auch innerhalb des Rahmens, den Sie durch die Sicherheitsfaktoren abdecken. Also nehmen wir eine Substanz an, die einen schädlichen Effekt auf die Niere hat. Dann kann das sein, dass der Kollege in China das etwas anders beurteilt hat, als die Studienlage an den Tieren, als das der Kollege in den USA gemacht hat oder bei uns gemacht hat. In der Regel haben Sie dort aber keine Abweichungen, die um Faktor 3 bis 4 auseinandergehen. Wenn Sie sich jetzt überlegen, dass der Sicherheitsfaktor, den Sie rechnerisch reinrechnen, 100 ist, dann sind Sie damit immer noch in dem Bereich, den Sie gut abgedeckt haben. Der andere Punkt, der viel interessanter ist und wo die meisten Probleme herkommen, ist dann im Risikomanagement die Abwägung von dem, was notwendig ist und der Abwägung der Risiken. Also ich gebe ein ganz klassisches Beispiel. Wenn Sie ein Land haben, das sich ganz wesentlich von Erdnüssen ernährt und Erdnussprodukten, dann hat man bei der Erdnussproduktion klassischerweise ein Pilzproblem, ein Aflatoxinproblem. Pilzgifte, gerade die von den Aflatoxinen, die wollen Sie in Lebensmitteln nicht haben. Das ist bekannt, die sind giftig, die sind in der Regel immer schädlich für die Leber. Jetzt leisten wir uns in Europa den Luxus, weil wir eben nicht so viele Erdnussprodukte essen, dass wir relativ strikte Werte festgelegt haben und letztendlich nur einen ganz kleinen Teil der normalen Produktion ins Land lassen, als sicher ins Land lassen, weil wir uns das leisten können. So viel Erdnussbutter und Erdnüsse zum Snacken werden hier nicht verkauft und die Leute sind bereit, dafür dann auch relativ viel Geld hinzulegen nach dem Standard. Wenn Sie jetzt ein Land sind, wo das ein Hauptnahrungsmittel ist, dann können Sie sich diesen Luxus irgendwann nicht mehr leisten, wenn Sie die Naturproduktion nehmen, weil sonst haben Sie einfach nicht mehr genug zu essen. Oder, und das heißt, Sie werden dann toleranter gegenüber dem Risiko, das Sie akzeptieren. Oder, wenn Sie das jetzt in anderen Bereichen sehen, Sie fangen an, andere Mittel zu spritzen. Und da sind Sie dann zum Beispiel, um den Befall von vornherein zu bekämpfen. Und da sind Sie dann häufig bei vielen der Diskussionen, die wir hier haben, wenn wir sagen, ja, warum kriegen wir denn hier wieder als Rückstände Spritzmittel ins Land importiert, die hier eigentlich gar nicht vorkommen dürften, die wir schon lange weghaben wollten. Das liegt dann in der Regel daran, dass andere Länder eine andere Kosten-Nutzen-Abwägung auch im Gesundheitsschutz gemacht haben. Also ich hatte vorhin im Vortrag Ethylenoxid genannt. Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es eingeführt, also es ist überhaupt in deswegen aufgefallen, weil es in größeren Mengen eingesetzt wurde, um Salmonellenbefall zu verhindern in den Produktionsländern in Indien. Da kann man sich jetzt lange drüber streiten, was ist für das Land das größere Problem, die Salmonellen oder die mögliche Giftigkeit dieses Begasungsmittels. Das muss man dann im Einzelfall abwägen. Ich schaue mal nach, ob es im Chat Fragen gibt. Also bisher ist eine fachliche Frage, ich lese sie gerade vor. Was ist Ihre Meinung über die Freilassung des Nuklearabwassers aus Japan? Das hat mit Fukushima zu tun.
Genau, kann ich jetzt mal darauf versuchen zu antworten, ist nicht so unbedingt direkt in meinem Fachgebiet und das, was ich jetzt dazu sage, würde ich dann eher auch als persönliche Meinung von mir als Toxikologe verstanden wissen wollen. Diese Freilassung oder das Freisetzen dieses Abwassers ist natürlich in Japan umfassend bewertet worden und zwar von Kollegen, die das dort genauso als Toxikologen getan haben wie wir hier, auch unter denselben Maßstäben. Und ist von dort als sicher befunden worden. Das würde ich jetzt erstmal so nicht in Frage stellen, ohne einen konkreten Anlass dafür zu haben oder die Bewertung im Detail gesehen zu haben und da Zweifel aufkommen oder Zweifel dran zu haben. Der andere Punkt, der natürlich immer gerne oder der auch damit berücksichtigt werden muss, ist, wenn das ins Meerwasser entlassen wird und darüber reden wir, haben Sie einen riesigen Verdünnungsfaktor, der ist gigantisch. Und genau das wird auch die Grundlage gewesen sein, warum das in Japan als sicher bewertet wurde. Also generell muss man sich klar machen, gerade Japan hat ein sehr hochentwickeltes Bewertungssystem und auch Sicherheitssystem, was die Nahrungsmittel angeht. Insofern bin ich sicher, dass das eine solide Bewertung war. Jetzt hätte ich noch eine Frage und die hat mit der Struktur der BFR und des BFR zu tun und der Aufgabenverteilung. Du hast es ja eingangs erwähnt, dass eine Separation stattgefunden hat zum Zeitpunkt der Gründung des BFR, wo einerseits Expertise, also zum Beispiel toxikologische Expertise benötigt wird, gefragt wird und dann Empfehlungen gegeben werden, aber andererseits Entscheidungen jetzt getroffen werden von anderen Ämtern oder Ministerien. Kannst du uns einen Einblick geben, wie gut die Zusammenarbeit zwischen dem BFR und den zuständigen Ministerien abläuft? Also wie häufig kommt es vor, dass Begutachtungen, Beurteilungen nicht oder nur partiell übernommen werden oder gibt es eine große Harmonie in der Zusammenarbeit? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Nee, das war ein Witz. Das BFR hat den großen Vorteil, wir sind laut Gründungsgesetz unabhängig. Das heißt, uns kann keiner in die Parade fahren. Wir sind wirklich nur dazu da, guten Ratschlag zu geben und in diesem Ratschlag sind wir auch völlig frei. Das heißt also, der erste Teil der Frage, wie gut funktioniert das? Wir geben einfach den Ratschlag ab, zu dem wir gefragt werden. Der zweite Teil der Frage ist dann, wie wird dieser Ratschlag aufgenommen? Ich muss ehrlich sagen, eigentlich immer positiv. Ich habe noch nie erlebt, dass auf diesen Ratschlag hin nicht darüber reflektiert wird und auch entsprechend gehandelt wird. Wir haben in Deutschland und auch in der EU eigentlich eine sehr faktenorientierte Politik, was den Verbraucherschutz angeht. Und insofern ist das, wenn es Disput gibt, dann um einzelne Fachfragen und dann auch in der Regel nicht mit den Ministerien, sondern mit den Partnerbehörden, die im Vorfeld der Klärung der Abgabe dann ausdiskutieren wissenschaftlich, wie man bestimmte Fakten bewertet. Und dann hätte ich noch eine abschließende Frage, und zwar zum Verhältnis zwischen BFR und toxikologischen Instituten oder Arbeitsgruppen an Universitäten oder an anderen Forschungsinstitutionen. Ich will die Frage so beginnen, BFR hat ja eigene Versuchslabors und Personal und Ergebnisse werden ja auch publiziert in wissenschaftlichen Zeitschriften, aber es kann ja vielleicht sein, oder ich denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass BFR nicht alle toxikologische Expertise vorhalten kann, die nötig sind. Wie ist die Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen, also universitätsbasierten Arbeitsgruppen gestaltet? Wie funktioniert das? Die ist eng und gut. Also wie du sagtest, wir können nicht alle Expertise in-house haben. Den Anspruch haben wir auch gar nicht. Wir versuchen es, aber das ist einfach nicht realistisch. Und wir tauschen uns natürlich eng in Fachzirkeln mit den Kollegen aus, in Form von Fachgesprächen, Tagungen, wissenschaftlichen Kongressen. Und wir haben auch die Möglichkeit und nutzen das auch regelmäßig, dass wenn uns eine Fragestellung besonders umtreibt und wir den Eindruck haben, wir brauchen einfach mehr
Input als das, was wir aus dem Haus generieren können. Dann laden wir dort gezielt zu Fachsymposien und so weiter ein, um das einzusammeln und ein Meinungsbild zu bekommen. Ganz unabhängig davon haben wir natürlich dann auch noch zu unseren Fachbereichen die sogenannten Kommissionen. Da gibt es einige, die uns extern beraten, wo auch nochmal Partner aus akademischen Institutionen sitzen. Und wir haben natürlich auch sowas wie den wissenschaftlichen Beirat, der uns auch nochmal extern berät, ob das, was wir machen, up-to-date ist und dem, der Zeit entspricht. Vielen Dank. Hier gibt es noch eine weitere Frage, sehr gern. Bitte schön. Ganz kurz zu dem Thema Glyphosat. Es hat uns Jahrzehnte verfolgt aus den, in den Medien. Was halten Sie davon? Ich habe schon gedacht, es traut sich keiner zu fragen. Genau, Glyphosat ist in aller Munde. Glyphosat ist, wenn man sich das ansieht, ein Riesenfass. Toxikologisch stehe ich voll hinter der Bewertung, die jetzt gemacht wurde. Es gibt humantoxikologisch keinen Grund zur Besorgnis. Alle Daten, die wir haben, Glyphosat ist der am besten untersuchte Wirkstoff, den wir haben. Wir haben über 40.000 Studien dazu, wir haben zigtausende Versuchstiere, Sie werden keinen anderen Stoff finden, weder im Pflanzenschutzbereich noch im Chemikalienbereich, der so eingehend und so gut charakterisiert worden ist. Das heißt, toxikologisch ist dort wirklich kein Risiko dran. Sie haben auch von dem Wirkstoff im Umweltbereich direkt kein Risiko. Das, worüber da gesprochen wird, da geht es eher um die Kulturform. Wenn Sie natürlich riesige Felder haben, die Sie mit Glyphosat bestellen und auf diesen Feldern dann wenig Nahrungsangebot für Fluginsekten da ist, einfach weil das eine riesige Monokultur ist, dann liegt das nicht am Glyphosat, dann liegt das an der Feldform. Das muss man immer so ein bisschen da berücksichtigen. Glyphosat hat aber gleichzeitig, dadurch, dass es so lange in der Diskussion war, und diese Diskussion ist gestartet worden durch die Bewertung des IARC damals, die sich nur die Gefahr angeguckt haben, nicht das Risiko. Das ist nämlich genau der Punkt. Also wenn Sie sich die Bewertungen vom IARC ansehen, die das damals losgestoßen haben, da steht nur die Frage im Vordergrund, kann eine Substanz Krebs erzeugen? Da haben Sie ganz viele. Ich habe es vorhin spaßeshalber gesagt, Bier zum Beispiel. Bier kann auch Krebs erzeugen, wenn Sie ganz viel davon trinken. Die Frage ist, trinken Sie so viel, dass Sie davon Krebs kriegen? Und das ist das, wo Sie dann in die Risikobewertung kommen. Und nach diesen Maßstäben ist Glyphosat als sicher anzusehen. Wir haben keine Hinweise, dass Glyphosat Krebs erzeugt. Und auch nicht in den Mengen, in denen es verwendet wird. Die Diskussion, warum die Emotionen so hochkochen, ist, glaube ich, die andere Frage, das ist die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft, dass Landwirtschaft betrieben wird? Das ist aber keine Frage der Risikobewertung. Das ist etwas, ist ein Diskurs, den würde ich gerne geführt sehen, den denke ich, den müssen wir auch unbedingt führen, aber das ist in dem Fall, hängt nicht an der Substanz. Die Beispiele, die dafür immer angeführt wurden, auch für die Giftigkeit von Glyphosat kamen, und das ist bis heute so auffällig, aus Bereichen außerhalb von Europa und auch nicht anhand von Tierstudien. Das sind dann meist Beobachtungen, wo Korrelationen gebildet werden, aber das unter Anwendungsbedingungen, die würden Sie nach gängigem Maßstab nicht als sicher und nach Stand der Technik beurteilen. Dankeschön. Noch eine Rückfrage? Eine vielleicht abschließende Frage, die zu Weihnachten passt. Wir haben vor, entweder ein am Bodenrück geschossenes Reh oder ein entsprechend geschossenes Wildschwein zu verspeisen. Welches können wir ohne größere Gefahr essen? Beides. Ich hätte in beiden Fällen keine Bedenken und ich werde dieses Weihnachten auch einen schönen Wildtopf essen. Zwar nicht auf dem Bodenrück geschossen, aber im Grunewald. So, und eine allerletzte Frage hier von Herrn Franke. Ja, darf ich noch mal zu der Frage der Süßstoffe zurückkommen? Wir haben ja eine ganze Reihe von Staaten, die eine Steuer auf Zucker und Süßstoffe eingeführt haben, mit dem Argument, dass eben Süßstoffe sehr leicht doch
wenn sie in größeren Mengen konsumiert werden, zu gesundheitlichen Schäden führen können. Dass natürlich die einzelne Flasche Cola oder was das auch immer ist, dass die nicht gefährlich ist, ist völlig klar. Aber Sie haben ja auch gesagt, wir essen sehr viele verschiedene Dinge, die alle irgendwie mit Zucker oder ähnlichen Stoffen angereichert sind. Wie kann man es verstehen, dass wir doch in so vielen Staaten eine Zuckersteuer haben und in Deutschland das als völlig uninteressant betrachtet wird? Das ist jetzt eine Frage des Risikomanagements. Die dürfen Sie mir nicht stellen. Das ist auch nicht an uns, das zu entscheiden. Ich kann dazu nur sagen, also von der Toxikologie her sind sowohl Zucker als auch Süßstoffe jetzt erstmal in Maßen genossen unbedenklich. Das ist dann eher eine Frage des Überkonsums, wo es bedenklich wird. In England hat man es nicht umsonst ganz lange gerade den Zucker des Königsgift genannt. Also nur eine kleine Rückfrage oder ein kleiner Kommentar von meiner Seite. Die Zuckersteuer bezieht sich ja tatsächlich auf Zucker, Glucose, ne? Und das ist ja das, was energiereich ist und was im Übermaß genossen ja dann auch dick macht. Die Süßstoffe sind ja nun gerade Ersatzstoffe, die diese Wirkung ja nicht zeigen sollen, aber den süßen Geschmack vermitteln sollen. Also das sind dann doch unterschiedliche Entitäten. Ich glaube, wir können die Diskussion an diesem Punkt jetzt abschließen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, den Diskutanten hier hauptsächlich im Raum und für die eine Diskussionsfrage im Chat und natürlich ganz besonders bei Herrn Dr. Tralau, der einen äußerst inhaltsreichen Einblick gegeben hat in die Arbeit dieses Bundesinstituts und uns die wichtige Bedeutung des Faches Toxikologie und vor allem auch der Anwendung im Sinne von Risikobewertung hier sehr plastisch dargestellt hat anhand von mehreren Beispielen. Also ganz herzlichen Dank dir, Tewes, dass du dich hierher bemüht hast und unter diesen etwas erschwerten Bedingungen dennoch hier eine Bestleistung vollbracht hast. Vielen herzlichen Dank. Kräftiger Applaus für unseren Gast. Und dann verabschiede ich mich auch beim Publikum, welches uns per Zoom zugeschaltet war. Einen schönen Abend. Und bevor ich das tue, danke für den Tipp, gehe ich noch hier ein Bild weiter. Wie immer möchten wir Sie gerne befragen, wie Ihnen der Vortrag gefallen hat. Und das können Sie über diesen QR-Code, der auch hinterlegt ist auf der Website, bitte tun. Und last but not least, die Ankündigung des nächsten Vortrags im Studium Generale. Das ist Professor Stefan Schumann, ein Kollege hier an unserer Universität im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Deutschland auf dem Weg in die Bildungskrise, Hintergründe und Reformansätze. Kommen Sie zuhauf. Also, einen schönen Abend noch an alle. Auf Wiedersehen.